der Aspekt der Interaktion ist ein ganz wichtiger dabei. Ich muss Aufgaben lösen. Ich spiele ein Spiel, weil ich einer Herausforderung begegnen will, weil ich ja auch immer die ist. Das ist erstmal so der erste Schritt. Ich würde ein Spiel niemals spielen, wenn es mich nicht herausfordert. Dann ist es langweilig. Also es macht deswegen Spaß, weil ich irgendwelche Probleme lösen muss auf irgendeine Art und Weise. Indem ich das tue, wird natürlich alles Mögliche angeregt, also kognitive Fähigkeiten, aber auch motorische Fähigkeiten, also je nachdem, welches Gameplay-Prinzip dahinter steckt. Und in dem Moment, wo ich das Problem gelöst habe und dann das nächste Level wieder etwas schwieriger wird und ich noch mehr sozusagen an der Problemlösung arbeiten muss und dafür kämpfen muss, dass ich wieder das nächste Level schaffe, bin ich natürlich ständig gefordert. Und das heißt, ich entwickle mich ständig. Es ist nichts anderes als ein Lernprozess. Das klingt jetzt komisch, aber der Grund, warum Spiele Spaß machen, ist, weil man mit ihnen was lernen kann. Eine bekannte Studie der Charité, vor 2 Jahren veröffentlicht worden, die haben Langzeitspieler untersucht. Also Menschen, viele Spieler, sogenannte Spieler, also Spieler, die im Prinzip jeden Tag oder sehr häufig spielen, und zwar auch nur Unterhaltungsspiele, nicht etwa sogenannte Serious Games, also die extra für Lernanwendungen gebraucht sind, und waren selber ziemlich überrascht, dass sie festgestellt haben, dass der IQ durchgängig bei allen Vielspielern signifikant höher ist als bei einer Vergleichsgruppe von Nichtspielern. Das hat die Forschergruppe tatsächlich selbst offensichtlich überrascht, weil sie mit so einem hohen und eindeutigen Ergebnis gar nicht gerechnet hatten. Inzwischen gibt es weltweit viele Studien, die dasselbe zeigen.